Ich habe das Intro jetzt nach dem Video aufgenommen, weil ich ein bisschen deutlich wurde und ein bisschen, ja, nicht, dass sich jemand angegriffen fühlt oder so mit dem, was ich sage, sondern ich mache Real Talk und wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt und ihr könnt es verkraften, dann zieht es euch rein und ansonsten geht ganz schnell wieder raus. Weil, wie gesagt, ich spreche halt die Wahrheit, ich spreche deutlich, ich spreche meine Meinung, ja, und da muss nicht jeder mit konform sein, sondern man kann es auch einfach akzeptieren, neutral betrachten und vielleicht nur Teil immer rausziehen. Ja? Man muss nicht immer alles glauben, was ich sage. Und wie gesagt, ich sage, ich hinterfrage das alles, glaubt mir kein Wort. Und dann viel Spaß, wir sehen uns nach dem Intro. Sie wollen nicht, dass du es merkst. Ja, was meine ich damit? Deine Identität, deine ganze Werte, dein Wertesystem, dein ganzes Menschsein. Und ich will dir in dem Video heute einfach ein bisschen aufzeigen, wo du schon Identität verloren hast, letztendlich. Und es passiert die ganze Zeit, ohne dass wir das überhaupt feststellen. Weil wir haben einfach nicht, ja, vom lieben Gott die Fähigkeit bekommen, dass wir in der Hinsicht auf unsere Persönlichkeit sehr, sehr aufmerksam sind, wenn wir da, dass wir Veränderungen feststellen. Das passiert einfach nicht. Und da möchte ich auch einfach ein paar Dinge aufzeigen, wo man ja, ein bisschen selber an sich arbeiten kann. Es geht erstmal um den Erkennen-Prozess. Es geht gar nicht dran, erstmal etwas zu verändern, ja, auf Biegen und Brechen, sondern das Erkennen, das ist eigentlich der wichtigste Schritt. Weil wenn ich blind wie ein Maulwurf durchs Leben gehe, dann, ja, dann erkenne ich halt nichts und dann zieht das Leben an mir vorbei und ich war letztendlich immer nur in der Opferhaltung. Und dafür möchte ich eigentlich so viele Menschen, wie es geht, nur davor bewahren. Weil das Leben viel komplexer ist als das, was wir denken zu tun. Die ganze Zeit, ne? Alltag, Arbeiten, dies, das, jenes, Probleme werden kreiert, wir müssen Probleme lösen, dann dieses ganze Regelwerk in einem Staatssystem, sage ich mal. Und viele Menschen hinterfragen das, oder die haben da überhaupt keinen Bock mehr drauf. Und ich war auch so einer, und deswegen spreche ich jetzt einfach darüber, weil ich habe da echt die Schnauze voll gehabt von diesen ganzen, allein in Deutschland schon die ganzen Verkehrsschilder, als ob man ohne diese Verkehrsschilder gar nicht auskommen kann. Und so wird uns das Denken einfach abtrainiert. Wir haben überhaupt keine Intuition mehr letztendlich und kein Gespür mehr für was wahr ist oder was unwahr ist. Und dann kommen noch die Regierungen und ja, bringen uns bei, nicht was wahr ist und was unwahr ist, sondern nur was gut und böse ist. Und letztendlich da wird unser Verstand komplett manipuliert letztendlich, immer nur auf dieses Gut und Böse. Und die Wahrheit ist dann nämlich egal, wenn wir immer in diesen zwei Systemen gehalten werden, ja, oder in diesen zwei Möglichkeiten. Es gibt nur Gut und es gibt nur Böse. Alles andere ist egal. Und ja, und die Entwicklung ist leider sehr, sehr negativ, gerade in Deutschland. Und da möchte ich einfach mal drauf zu kommen, auf dieses Social Credit System. Ich blende es mal ein. Ich will das auch mal kurz vorlesen, weil die meisten haben, glaube ich, keine Ahnung, was das ist und dass das ja, schon ein Instrument ist, wo man die Massen, sag ich mal, kontrollieren kann. Und das ist ein tolles Vorbild für die deutsche Regierung, weil die sind ja in ständigen Austausch auch mit China und gucken auch, wie das da läuft und alles. Und es läuft sehr gut. China ist halt nicht Deutschland. Du kannst China nicht so gut kontrollieren wie Deutschland. China ist viel größer. Es gibt viel zu viele Menschen. Und da gibt es auch schon Aufstände jetzt die ganze Zeit. Das wird es in Deutschland nicht so geben in der Form, weil Deutschland viel zentraler ist, ja. Ist viel, viel besser. Die Deutschen sind viel, viel besser, wie soll ich sagen, die letzten Jahrhunderte geprägt worden, ja. Und da möchte ich einfach mal kurz vorleben. Also, Social Credit System ist ein online betriebenes Rating-System. Es stellt einen Versuch der totalen Kontrolle der Bevölkerung durch die Vergabe von Punkten für wünschenswertes Verhalten beziehungsweise deren Entzug für negatives Verhalten da. Und da geht es ja auch schon los. Wer bestimmt denn, was dann ein gutes und ein negatives Verhalten ist? Ist es denn ein negatives Verhalten, wenn ich mit einem Diesel rumfahre? In den Augen schon. So, dann bin ich schon der Böse letztendlich. Oder ist es ein, wie soll ich sagen, wenn du, keine Ahnung, wenn du dich selbst verteidigst, ja, und hast zum Beispiel eine Selbstverteidigungswaffe zu Hause, dann kriegst du wahrscheinlich einen Punktabzug, weil das darfst du nicht in diesem Staat. So, wenn du zum Beispiel eine unbequeme Meinung in den sozialen Medien postest oder irgendwie so, dann kriegst du höchstwahrscheinlich einen Punktabzug. So, und ich habe es auch schon gesehen, Live-Videos, wo Leute, ja, die dann rot gekennzeichnet wurden, sind an Bankautomaten gegangen und da kam nichts mehr raus. Und das ist halt auch, da muss man mal hingucken, das muss man begreifen, was da passieren wird, wenn wir nicht aufpassen. Und ich will es auch gar nicht weiter. Ich habe das hier einfach Wikipedia, kann jeder selber vorlesen. Man muss sich einfach damit beschäftigen. Und wenn ich jetzt hier
auf, das blende ich auch mal kurz ein. Also WEF plant Social Credit System unter dem Deckmantel des humanitären Aktes zu verhängen. Und das passiert auch die ganze Zeit. Es wird irgendwas kreiert, ja, wo man sagt, ja, das ist ein humanitärer Akt. Ja, und dann klingt es so toll und ja, das Gendern und diese auch alles humanitär und ja, die Minderheiten und hier und da und der Klimawandel und so. Für Tierwohl hat noch keiner irgendwas gemacht, ja. Tierwohl ist scheißegal, ja. Dass die immer noch Delfine abschlachten in diversen Ländern oder irgendwie so. Oder Regenwald abholzen oder was weiß ich, Massentierhaltung. Das geht gar nicht. Das ist der größte Schwachsinn und dass Menschen das zulassen. Und deswegen, ich appelliere auch an jeden, unterstützt das nicht. Ey, bitte unterstützt es nicht, kauft nicht beim Aldi diese Billig-Dreckswurst, was überhaupt nichts mehr Nahrhaftes ist wahrscheinlich. Das ist nur Müll. Also, ich wette mit dir, Bio-Katzenfutter ist wahrscheinlich besser, teilweise. Stelle ich sogar fest, es riecht manchmal sogar richtig gut. Da denke ich mir, oh, wow, früher hat die Wurst nicht so gut gerochen. Aber anderes Thema. Und hier kann man auch genau lesen, ja, was die vorhaben. Und das passiert gerade. Das ist nicht so, dass das irgendwie utopisch ist. Nein, 2030. 2030 ist genau das Datum, wo die anpeilen, wo die sagen, das wird durchgesetzt. Ja, und die wollen das. Milliardäre haben nichts anderes im Plan, außer zu kontrollieren, ja. Und das Risiko zu minimieren, ihre Kontrolle und ihre Macht zu verlieren. Was anderes haben die gar nicht im Kopf. Und da braucht doch keiner zu glauben, dass die alles preisgeben. Dass der kleine deutsche Michel alles weiß, was er wissen muss. So stellen die Deutschen sich hier hin. Die wissen, sie sind bestens informiert. Weil ja, die medialen Plattformen, ja, die staatlich überwachten Plattformen, ja natürlich beste Arbeit und nur zum Wohl des Volkes. Das ist die Einstellung des Deutschen. Und dann denke ich mir schon, aller, lauf mal gegen die Wand oder so, dass du wieder klarkommst. Schau mal, was die letzten 50 Jahre passiert ist. Und ich blende es auch dann mal ein hier oder ich verlinke das unten. Hier ist auch das Ganze, ist auf Englisch, aber ihr könnt das alles übersetzen. Und diese Berichte, die werden ständig veröffentlicht. Und ich habe es in einem anderen Video gezeigt. Die ganze Hochindustrie steckt da mit drin. Pfizer, was weiß ich, Bayer, was noch, die ganzen Firmen, Monsanto, dies, das, jenes, BMW, Mercedes, dies, das. Warum wollen die da rein? Ja, die bezahlen sogar ein Eintrittsgeld, dass die da reinkommen in dieses Gremium an Herrschaftsmenschen, ja. Die kommen da rein, weil sie subventioniert werden. Und es ist doch logisch, dass die einen Arsch kriegen. Das ist doch völlig logisch. Und es sind keine freien Unternehmen mehr, letztendlich. Es gibt keine freie Marktwirtschaft mehr. Die gibt es schon gar nicht mehr. Die ist abgeschafft worden mit der Gelddruckorgie. Subventionen. Ja, welche Firmen wurden denn subventioniert? Die kleinen oder die großen? Natürlich nur die großen. Und dann gibt es keine freie Marktwirtschaft mehr. Und da jetzt, ja, deswegen, wir können eigentlich alles abschaffen. Diese ganzen Wirtschaftsstudenten oder so, das ist alles für die Katz letztendlich, weil es gibt keine freie Marktwirtschaft mehr. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, der freie Handel, ja, dann läuft eh verdammt vieles falsch, weil es immer in die falschen Hände gerät. Ja, und dann gibt es diese Machtverlagerungen. Und das möchte ich einfach nochmal hier an dem Beispiel jetzt einfach mal zeigen. Ich habe so eine Pyramide gemacht. Warum immer. Oder wie ich das mir erkläre, einfach wie das zustande kommt. Und es muss ja nicht mal sein, dass die ja, dass die das alles wissen, was die da machen, ja, diese Mächtigen, ja, wo denken sie sind an der Macht. Und deswegen habe ich so Pyramiden in die Pyramide mal reingezeichnet, weil es gibt immer verschiedene Ebenen von Stufen, sage ich mal, ja. Und ich glaube nicht, dass die eine Stufe weiß, wer die obere Stufe ist. Und so geht es die ganze Zeit. Und letztendlich ist es ja auch immer eine Haftungsverteilung, ja, dass von oben die Haftung nach unten weiter transportiert wird. Weil keiner will ja haften letztendlich. Keiner will ja irgendwie ans Messer geliefert werden, wenn da irgendwas rauskommt oder irgendwie so. Und deswegen gibt es auch so viele Plätze im Bundestag und immer mehr. Und die Pyramide, die wird immer größer und immer größer, weil keiner Bock hat, die Haftung zu tragen und sagt, nee, ach komm, komm mal hier, du bist jetzt mein Stellvertreter vom Stellvertreter vom Stellvertreter und der unterschreibt dann den Zettel, wenn da irgendein Bürger eine kleine Frage hat. Ja? Und so funktioniert das die ganze Zeit. Und deswegen, es muss nicht sein, dass das hier alles geplant ist oder irgendwie so, sondern das passiert eigentlich, weil keiner Gegenfragen stellt. Wer stellt denn jemals eine Gegenfrage zu irgendetwas? Es gibt keine Gegenfragen. Und deswegen werden die auch immer weitermachen. Und deswegen, ich finde es immer so lustig, dass viele Leute sagen, ja, da kommt einer und der hilft euch dann alle. Wann ist denn das jemals in der Geschichte passiert? Wir hatten es ja jetzt, oder ich blende es kurz ein, diese Verhaftung von den Reichsbürgern, ja, die das System crashen wollten oder irgendwie so. Und da sieht man doch, die waren sehr weit, die hatten ein autarkes System, sage ich jetzt mal, ja.
Das wird niedergemacht ohne Ende. Und deswegen im System, das System zu ändern, das funktioniert nicht. Du musst raus aus dem System. Und dann kannst du das System ändern von irgendwo weit weg, aber nicht im System. Du kannst nicht im System verweilen und dann zu hoffen, dass das System irgendjemand für dich ändert. Weil, fragen wir doch mal die ganzen Beamten. Ich weiß nicht, wie viele Beamten sind es? Vielleicht 2 Millionen oder so. Vielleicht sind es auch 5 Millionen Beamte. Ich habe keine Ahnung. Aber fragen wir doch mal, ob die es für gut heißen, wenn wir das System ändern. Nein, das mögen die nicht. Nein, weil die davon profitieren. Ja, das ist Bestechungsgeld, was die die ganze Zeit bekommen. Und das ist so. Alle haben irgendwie Angst, etwas zu verlieren. Und die vom System genährt werden, die werden nie ihr Maul aufmachen. Genauso wie ist es mit den Berühmtheiten dieser Welt, sag ich mal, ja. Die werden auch nie ihr Maul aufmachen, weil sie Angst haben, dass ihre Karriere beendet ist. Keiner will irgendetwas verlieren, wenn es um die eigene Haut geht. Und genau das ist das Problem. So, und das fängt ja schon eigentlich an. Wie kann ich das System ändern? Ich muss die Ursache bekämpfen. Und die Ursache ist dieses dumme Bildungssystem in Deutschland, wo Kinder mit Potenzial in ein System reingesteckt werden, wo sie ihr Potenzial gar nicht entfalten können. Ja, die werden praktisch angepasst an ein System. Und wenn ich als Elternteil meinen Kindern da reinstecke, dann brauche ich nicht hoffen, dass irgendeiner kommt und das System ändert. Weil genau diese Kinder, die werden später in der Lage, das System zu ändern, wenn sie ihrem eigenen Interessen nachgehen können. Oder was weiß ich. Und das ist das Problem. Die Eltern, sind die bereit zu leiden, dass die Kinder ein besseres Leben haben? Nein, sind die meisten nicht, weil viel zu schwach, viel zu viele Kredite, viel da. Und dann ist man leise. Und jetzt überlege ich mir, okay, wen wollen die eigentlich denn dann noch retten, wenn da ja keiner mitmacht? Selbst wenn die sagen jetzt von heute auf morgen, ey, ihr müsst alles platt machen, sorry, ihr habt jetzt kein Geld mehr und ihr müsst jetzt mal richtig durchgreifen, dann funktioniert es, wenn die euch sagen, an dem Tag X, da würden die Leute sagen, ah nee, dann tausend Ausreden, ah nee, mach du mal und hier und so. Und das ist die Wahrheit. Keiner tut sich freiwillig in ein Loch werfen. Ja. Es ist so, das ist so, das ist die Wahrheit und das ist nur die einzigste Wahrheit. So, ja, ich spreche das so deutlich an, weil es so ist. Keiner will irgendwas verlieren. Keiner ist bereit, etwas aufzugeben. Und genau das ist das Problem. Und wenn keiner bereit ist, etwas aufzugeben, dann fehlt es auch an innerlicher Stärke. Weil nur starke Menschen können was aufgeben. Ich kann sagen, komm, ja, ich lebe auf dem Boot oder irgendwie so oder auf dem Floß und schicke mich in die Karibik oder ich komme klar. Ich komme klar, weil ich mich von allem verabschiedet habe. Von diesen ganzen Konzepten und ich muss irgendwas hier irgendjemand beweisen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Deswegen, für mich ist so ein Tag im Wald oder so, ist total, total, ja, relaxing und das ist das Leben letztendlich. Ja, mal wieder die Dinge wahrnehmen, die wirklich existieren. Ja, die Vögel, die Menschen, die können nicht mal mehr fünf Vögelarten benennen. Ja, oder Bäume, ganz zu schweigen, die wissen nicht mal, was sie fressen würden im Wald. Und das ist halt auch so traurig. Wir sind so weit weg von der Natur. Und dann kommen diese Globalisten, diese WEF, was soll ich sagen? Ja, dieser Kult, ja. Und alle machen mit, die ganzen Firmen, ja, die ganzen Firmenchefs, ja, weil die ja auch von dem System wieder genährt werden. Also ich habe ja vorhin nur die Beamten aufgezählt. Dann gibt es ja noch die da drin stecken in dem System, ja, die ja auch genährt werden durch Subventionen, ne? Managerposten, Managergehälter, Bonis, alles, was da halt so wartet. Und da will keiner drauf verzichten. Kein BMW-Chef sagt, nee, ich mache da nicht mehr mit. Ja, das geht gerade, ich bin jetzt bereit, alles zu verlieren. Und nein, schwache Menschen machen sowas nicht. Schwache Menschen kreieren schwache Zeiten. Das passiert gerade. Schwache Zeiten kreieren wieder starke Menschen. Starke Menschen kreieren wieder starke Zeiten. Und starke Zeiten kreieren wieder schwache Menschen. Und das passiert gerade. Das ist ein Kreislauf, das ist ein Zyklus und der geht nicht von heute auf morgen weg. Das dauert 100 Jahre, sage ich jetzt einfach mal pauschal. Das dauert 100 Jahre, bis der Mensch wieder stark ist. Und der Mensch war mal stark, ja, hat es aber nicht geschafft, ja, wie soll ich sagen, das zu kippen. Ja, dieser, ich will ja nicht sagen Kapitalismus, weil, wie gesagt, es ist nichts Schlimmes, Kapitalismus, wenn es richtig praktiziert wird, sondern diese unter dem Deckmantel der Demokratie, dieser ganze Schwachsinn, was da gerade passiert, oder auch selbst, und die Deutschen, ist ja, sorry, ganz schlimm, weil die wissen ja nicht mal ihre eigene Geschichte. Das ist ja das Schlimme, was da passiert ist oder irgendwie so. Weil man ist ja gleich ihr wisst schon, was man ist, ja, wenn man das in Frage stellt. Ja, wenn man da komische Fragen stellt, dann ist man ja wieder so, ja. So, und jetzt frage ich diese ganzen mal, die so schlau sind und das Ganze, die Geschichte studieren, obwohl die Geschichte unter Verschluss ist. Was habt ihr denn dann studiert?
Was habt ihr? Ich habe Märchen studiert und das muss man mal ganz klar sagen, weil es ist ja auch komisch, ja, weil die Verlierer nach dem Krieg, die fragt ja keiner. So, wer schreibt denn die Geschichte? Es sind die Gewinner. Die Gewinnermächte schreiben die Geschichte. So, und das allein muss ich mal akzeptieren im Kopf, dass die Geschichte vielleicht gar nicht stimmt. Ja, weil da muss man gar nicht so viele Fragen stellen, dann kommt man nämlich mal auf einem anderen Pfad. Und, sorry. So, sorry, gerade einen Kloß im Hals gehabt, muss ich rausschneiden. Ja. Ja, was will ich damit sagen? Dass wir einfach mal, wir müssen uns mal selber hinterfragen. Erst mal selber hinterfragen, was habe ich jemals für die Wahrheit getan? Und keiner tut doch irgendwas für die Wahrheit, weil die Wahrheit ist immer unbequem. Und die Wahrheit wird immer bekämpft. Und wenn ich doch weiß, irgendwas wird krass bekämpft, so richtig ohne Ende bekämpft, ja, richtig von oben herab, dann musst du doch dir mal die Frage stellen, vielleicht stimmt da ein bisschen was. Vielleicht stimmt gar nicht alles etwas. Vielleicht stimmt nur die Hälfte. Vielleicht ist die Hälfte gelogen und die Hälfte stimmt. Aber ich kann doch nicht davon ausgehen, dass ich, wenn die Akten unter Verschluss sind, dass ich die ganze Wahrheit erfahren habe. Das ist doch Quatsch. Völligster Quatsch. Oder wenn Verträge, ja, mit Impfstoffherstellern geschwärzt werden, ja, für die Öffentlichkeit, und dann wird es hingehalten und da habt ihr doch die Verträge. Und das ist aber irgendwie alles geschwärzt. So, sag mal, da muss ich doch mal die Frage stellen, was passiert hier denn eigentlich? Und deswegen, das wird von oben runter delegiert und deswegen machen die einfach, weil keiner eine Frage stellt. Keiner stellt irgendwie eine Gegenfrage. Alles basiert auf Freiwilligkeit. Und da komme ich auch immer wieder drauf zu sprechen. Alles ist Freiwilligkeit. Dieses ganze Schlumpfthema, alles freiwillig. Ihr habt alles das freiwillig gemacht und jetzt plötzlich überall, oh, da hast du dir, oh Gott, das müssen wir nochmal, ach, das war jetzt aber nicht okay und so, bla bla bla. Ja klar, das haben andere schon vorher gesagt, letztendlich, weil mit ein bisschen Intuition und Menschenverstand versteht man das System dahinter. Und es geht doch immer nur um Geld und um Macht und nicht um die Erde zu retten. Da ging es doch nie darum. Warum kauft denn der Gates jetzt die ganzen Äcker in USA und überall, ist der größte Agrarlandbesitzer in ganz Amerika? Ja klar, der will jetzt Genfutter anbauen, weil ihr dürft kein Fleisch mehr essen, ja? Und dann kriegt ihr irgendwelche Insekten serviert, weil ihr das mitgemacht habt, weil ihr diese Wurst, diese Billigwurst-Massentierhaltung die ganze Zeit gefressen habt. So, ja, immer an die eigene Nase fassen. Und das sind auch ganz viele dabei, die auch sagen, oh, das geht nicht, was WEF macht, WEF und dies und das und jenes und die Demokraten in den USA, die sind alle scheiße. Ja, aber ihr macht selber mit. Ihr macht selber mit bei allem, beim Gesundheitssystem, beim Finanzsystem, beim Krankensystem, beim Rechtssystem, beim dies, aber ihr macht bei allem mit. Ihr seid drin, ja, im System und da kommt man nicht mehr raus, weil ihr traut euch gar nicht daraus. Ihr traut euch gar nicht, euch zu ändern, sage ich mal, teilweise. Und sorry, dass ich da so deutlich werde, aber wie gesagt, ich habe den Prozess auch mitgemacht. Ich habe alles hinterfragt. Ich habe gesagt, nee, ich esse keine Wurst mehr, ja, weil allein das Leid, ja, und dass die mit dem Leid so viel Kohle verdienen, das kann ich nicht mehr mit mir vereinbaren, ganz einfach. Oder dass ich keine Tüten mehr gekauft habe oder irgendwelche, ich weiß es nicht, irgendwelche Dosen oder irgendwie sowas, wo billig angebaut wurde. Keine Ahnung. Ich wollte das einfach nicht mehr. Ich wollte auch keine Medikamente mehr, weil ich auch wieder weiß, da hängt auch wieder so ein Rattenschwanz an ethischer, ja, wie soll ich sagen, am ethischen Fehlverhalten steckt da mit dran. Ja, immer. Immer. Und ich bin dann der Endkunde, ja, der das fördert letztendlich. Und das kann ich nicht mehr mit mir vereinbaren, ganz einfach. Und deswegen bin ich überall einfach ausgestiegen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Oder die Banken oder das ganze System, dass wir das noch nähern. Und das muss aufhören. Wenn wir den Schritt nicht schaffen, dass wir sagen, okay, wir stellen uns einfach mal anders auf im Leben, dann würde ich sagen, ja, Deutschland hat eine Chance. Aber ich sehe da, keiner wird sich krumm machen, um auf irgendwas zu verzichten. Keiner. Die Leute sind so bequem und die Komfortzone zu verlassen, das können nur starke Menschen. Das ist einfach so. Das ist so, wenn du dich jeden Tag nicht pusht und dich jeden Tag nicht sagst, okay, ich gehe aus meiner Komfortzone und ich weiß, ich will jetzt da irgendwie, ich will jetzt eigentlich den Burger fressen, ja, bei McDonald's. Sag einfach mal nein. Sag einfach mal zu dir selber nein. Ich weiß, ich habe den Drang, aber das bin nicht ich. Ich werde dazu getrieben, weil du wurdest getriggert. Du wurdest gekauft von denen mit Werbung, mit allem drum und dran, mit deinem ganzen Sinn. Bist du denen verfallen? Und wenn du das nicht mehr unter Kontrolle hast, dass du sagst, okay, ich lasse mich nicht mehr verführen, ja? Oder mit Süßigkeiten, Zucker oder, das ist auch krank, absolut kranke Industrie. Alkohol, genau das Gleiche. Das wird gefördert. Alles, was scheiße ist, wird gefördert. Und ja, was hilft? Habe ich auch im letzten Video mal, das wird zensiert. Ja? Es ist immer so. So einfach ist es. Deswegen muss man immer gucken, was zensiert wird, da müssen wir mal genau hinschauen. So, was haben wir noch? Nee, das war's jetzt eigentlich. Ich will da einfach immer ein bisschen aufmerksam machen und
Ja, euch zum Nachdenken anregen, weil wir können die Welt verändern. Nicht die Welt ändert sich für uns oder irgendwie so. Oder da kommt einer und ändert das alles. Nein, das System ist krank. Alles, wir müssen uns neu aufstellen. Wir müssen uns neu aufstellen. Und ich sage auch, jetzt von Null anzufangen, ist viel leichter als das, was kommt. Weil wenn du drin bist in dem, was da kommt, dann kommst du da nicht mehr so schnell raus. So, und dann, wenn du dann das Grübeln anfängst und sagst, Scheiße, ja, jetzt wäre ich doch ausgestiegen, ja, nach 2, 3 Jahren, ja, wenn das dann so läuft. Und sagst, ja, ich mache es aber mit, das fällt eh wieder ein, ja. So, nee, passiert nicht, weil keiner stellt sich dagegen letztendlich. Die Leute wollen immer das Maximale rausholen und die wollen nicht verzichten. Und das geht halt nur. Du wirst stark nur über Verzicht. Ja, ich habe früher, um gesund zu werden, habe ich eine Woche Reis gefressen. Ja, eingeweichter Reis in Wasser, weil ich was mit dem Darm hatte und die Ärzte wollten mich nur mit Antibiotika vollstopfen. Da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Das mache ich einfach nicht mehr. Ich gehe da jetzt durch, ich fresse jeden Tag Reis mit Wasser und ja, nach einer Woche ging es mir so gut wie noch nie. Ja, und das ist das Umdenken. Man muss einfach diesen Widerstand, wo ich immer sage, wir müssen diesen Widerstand nicht nur bei Muskeln, bei hier in Gym gehen und das ist der Widerstand für einen Mann. Nein, der Mann braucht andere Widerstände. Der Mann muss sich unabhängig machen. Der darf sich nicht mehr verführen lassen und dann doch seine Kinder auch noch verführen lassen mit dem ganzen McDonald's-Scheiß und dies und das und jenes. Und das ist, und da müssen wir wegkommen. Wir müssen wieder eigenständig erkennen, was gut für uns ist und was nicht. Und der meiste Schrott, was diese WEF-Globalisten da uns anbieten, sei es Bayer, sei es McDonald's, sei es Burger King, sei es Kaffee hier, Starbucks, das ist der größte Rotz-Kaffee, den es auf der Welt gibt. Das ist der Rotz hoch drei und kostet aber hier einen Becher Kaffee 5 Euro. Und die Leute rennen denen die Bude ein. Ihr habt es doch selber nicht verdient anders. Ihr stopft denen die Kohle ins Maul und ihr fragt nicht, was ist denn das überhaupt? Was bietet ihr mir da überhaupt an für einen Kaffee? Die Bedingungen, wo der hergestellt wird, keine Ahnung, dann wird mit Pestizide gearbeitet, dann wird es totgebranntes Zeug, dass es krebserregend ist letztendlich, ja. Und das ist auch die Wahrheit. Die Krebsrate, die steigt ohne Ende. Die Depressionen, die steigen ohne Ende. Die Scheidungsrate, die steigen ohne Ende. Und der Deutsche stellt sich hin, ja, ich warte einfach, bis das System sich ändert. Nein, Bullshit. Alle haben das selber gemacht. Alle sind selber damit dran beteiligt, weil sie ihre eigene Wahrheit nicht mehr leben können. Und das ist das Problem. Die Wahrheit wird delegiert von oben und dann ist gut und böse und zwischendrin unwahr und wahr gibt es einfach nicht mehr. So, ich glaube, jetzt habe ich genug geredet. Wie gesagt, fühlt euch nicht angegriffen. Bitte, ey. Das ist einfach nur, ist meine Meinung, ja. Und ich weiß, was auf der anderen Seite wartet. Nämlich ein freies Leben. Und das ist so geil. Wie soll ich das beschreiben? Jemand hat sich ein Video gewünscht, wie ich jetzt hier in Kroatien wie sich das so ergeben hat und alles. Da mache ich das nächste Mal ein Video drüber. Und ich weiß, der erste Schritt ist immer das Schlimmste. Aber dieses, ich lasse was los, ja, was mich eigentlich genährt hat, in dem System gehalten hat. Und ich tue das aber weg, ich cutte das komplett ab. Das macht dich stark ohne Ende. Und danach, wenn ihr in eurer Kraft seid, ihr seid nicht in der Kraft, wenn ihr eure Firma am Laufen haltet, ja, wenn ihr eurem Job weiter nachgeht. Nein, ihr seid in deren Kraft, weil ihr für das System anschaffen geht. Ja, das ist nicht eure Kraft, das ist eure verschwendete Lebenszeit letztendlich. Und gerade jetzt bietet der Markt für die, die das erkennen, die größten Chancen. Und das ist wieder, das spreche ich im anderen Kanal bei mir drüber, weil noch die waren die Chancen so groß, ja. Aber das wird auch wieder so in Gut und Böse. Krypto ist böse. Aktien, ihr müsst in Aktien investieren, ja. Klar, noch McDonald's, ja. Ihr fresst die Scheiße, ja. Ihr gebt euer ganzes Geld dafür aus, das macht euch kaputt und dann kauft ihr noch deren ihre Aktien. Ja toll. Ey, für die läuft es doch einwandfrei. Und warum sollten die ihr System abschaffen, wenn keiner Fragen stellt? Wenn keiner Fragen stellt, okay, und dann stellt man einer eine Frage, kommt zu einer Antwort, aber sagt, ah nee, ach so weit muss ich jetzt gehen, nee, dann lasse ich es lieber. Ja, dann mache ich lieber weiter mit. Und dann, deswegen der Kern, wo sagt, ich steige jetzt aus, ich mache da nicht mehr mit, das sind vielleicht in Deutschland vielleicht 100.000 Menschen, 200.000. Und das müssen viel, viel mehr werden. Und das passiert aber nicht, das sehe ich einfach nicht, weil die meisten hängen halt hier am Haus, am Kredit, an der Oma, an der Mutter, an dies, an das und jenes. Ja, ich auch, auch, klar, logisch. Aber es geht alles. Und manchmal ist ein Schritt zurück einfach besser wie einfach verharren und warten. Abwartend heißt immer, ich bin Opfer. Und das ist es. Opfer, ich will kein Opfer sein. Niemals, ich will nie wieder ein Opfer sein. Deswegen, ihr könnt mich in der Höhle stecken, ist mir scheißegal. Ich bin bereit, für meine Freiheit alles zu verlieren. So, und wenn der Mensch sich selber das nicht zutraut, dann bist du immer Opfer der Umstände des Lebens.
So, und wer kreiert das Leben? Das sind Globalisten letztendlich. Ich habe jetzt genug geredet, ich könnte jetzt noch 1000 Stunden drüber reden, aber ich glaube, das reicht jetzt. Ja, ich hoffe, schaut viele, viele an, schickt es weiter, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, abonniert meinen anderen Kanal, schaut mal bei Mein Garten rein, verlinke ich auch immer unten. Da sprechen wir auch solche Themen dann immer ein bisschen live an. Ich mache auch live, genau, mache ich in der Weihnachtszeit, will ich, glaube ich, schon eine Woche mal jeden Tag ein Live-Video machen, wo ich auch Leute reinhole. Und ja, dann gucken wir mal. Wir müssen uns ändern und ja, deswegen, ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende, heute ist schon Donnerstag, glaube ich. Genau, macht's gut, bis dann, Peace.